Gut, wir machen eine Übung zum Lösen von quadratischen und kubischen Gleichungen. Und zwar zwei kleine Aufgaben. Erste Aufgabe gegeben ist f von x ist x plus 1 in Klammern mal x minus 3 in Klammern. Gesucht sind Scheitelpunkt bzw. Wendepunkt. In diesem Fall ist es eine quadratische. Man sieht es, x mal x kann nur x Quadrat werden. Dann wird es also ein Scheitelpunkt sein. Dann x0, 1, vielleicht 2 und 3, je nachdem, wie viele Nullstellen es gibt. Y0, das heißt, der Schnittpunkt mit der Y-Achse des Graphen und den Graphen skizzieren. Darum geht's. Hier gibt es schon die erste Frage. Dann mal los. Also Y0 ausrechnen und danach erst die Skizze. Das geht sonst nicht anders. Ja, fangen wir an. Ich denke mal, am leichtesten ist ablesbar x0, 1 und 2. Und zwar, erste Lösung, x0, 1 plus 1 soll 0 sein, ne? Wenn eins von den beiden Faktoren, die in den Klammern, also die Klammern bilden Faktoren, wenn eins von beiden 0 ist, dann geht das leicht und das ist x0, 1 ist 1, minus 1. Ich muss ja auf beiden Seiten 1 abziehen. Und das kann man jetzt in Gedanken auch machen, x0, 2. Wenn ich hier eine positive 3 einsetze, ne, dann ergibt diese Klammer 0. Also hätte ich die beiden schon mal ganz schnell herausbekommen. Den Scheitelpunkt auszurechnen, gibt es mehrere Wege, aber ich rate zu dem leichtesten. Und zwar, wir wissen ja, dass in diesem Fall diese Kurve, sprich diese Parabel, symmetrisch ist. Und wenn die hier irgendwo Nullstellen hat, dann muss ich in der Mitte einen Scheitelpunkt haben. Also die könnte so liegen, dann habe ich, kleinen Moment, geht gleich weiter. Hier ist eine Nullstelle, hier ist eine Nullstelle und genau in der Mitte liegt dann die x-Koordinate des Scheitelpunktes. Die Frage bitte. In diesem Fall war die Skizze natürlich sehr ungünstig. Wenn ich mal hier die y-Achse wegnehme und sage, bei minus 1 müsste die eine Nullstelle sein, hier x0, 1, das ist diese hier, dann sieht das so aus. Ich habe also hier eine Nullstelle und hier eine Nullstelle bei 3. Und jetzt die Mitte finden ist bei 1, ne? So könnte man es direkt machen. Oder man rechnet es aus und sagt, ja, wie rechnet man das aus? Weil hier lässt sich noch leicht machen, aber bei krummen Werten muss ich rechnen. Die genaue Mitte, also per Durchschnitt ermitteln. Wie macht man? So, und der rein rechnerische Weg ist, ich zähle die beiden Werte der Nullstellen zusammen. Also 3 plus minus 1 ist 2 und teile durch 2. Ne, den Durchschnitt, den rechnerischen Durchschnitt, dann lande ich auch bei 1. Gut, also hier ist aber nur der x-Wert. Das ist hier der x-Wert des Scheitelpunktes. Wie komme ich auf den y-Wert? Ich sage, okay, ich setze hier eine 1 ein, also ys, ich gehe mal eine Seite weiter, ys, s wie Scheitelpunkt ist damit gemeint. Ich mache mal so, y ist also einsetzen, hier oben heißt das x, ich habe den xs-Wert, der heißt 1 plus 1 mal in Klammern 1 minus 3. Und dann kriegen wir den raus. Das ist 2 mal minus 2, also minus 4. Demzufolge jetzt die Angabe des Scheitelpunktes wird so gemacht. 1 minus 4. Das ist das Ergebnis für den Scheitelpunkt. So, und jetzt hat schon eine Schülerin den Y0-Wert vorgeschlagen und den kann man ganz einfach entweder errechnen. Ich sage ganz einfach, wie groß ist, wenn das die Y-Achse ist, große Frage, wie groß ist x in dem Fall? Hier habe ich die x-Achse. Egal wie der Graph hier diese Y-Achse schneidet, wie groß ist dabei x? Ganz einfach. Und wenn das hier in diesem Fall der x-Wert 0 ist, könnte ich sagen f von 0. Denn dann weiß ich genau, wo die y-Achse geschnitten wird. Ist dann 0 plus 1. Ich mache es mal ausführlich. Das muss man natürlich nicht so komisch machen. Ach so, das hieß ja minus 3. Danke. 0 minus 3. Und jetzt kann man den direkt ausrechnen. Dann kann man sagen 1 und das, aha, mal minus 3 ist minus 3. F von 0 ist also gleich dem y0-Wert minus 3. Dann hätte man es in diesem Fall. Oder, weil man das ganz leicht sieht, kleinen Moment, wenn ich nämlich diese Form hier, ich mache es mal mit blau,
Wenn ich die hier ausmultipliziere, x mal x ist x Quadrat und dann x mal minus 3 ist minus 3x und so weiter und so fort. Zum Schluss komme ich dann, das mache ich mal in Orange, auf die letzte Multiplikation. 1 mal minus 3. Und da komme ich auch drauf. Also da kann man es dann in diesem Fall sehen. Also y0 ist minus 3. Hier gibt es gleich eine Frage. Na, das ist das Gleiche hier. So, und jetzt haben wir es einfach. Jetzt haben wir Werte, mit denen wir malen können. Mehr war ja auch nicht gesucht. Das wären die beiden Nullstellen, der Scheitelpunkt. Und y0 haben wir in diesem Fall auch rausgefunden. Und dann kann man loslegen. Ich mache das mal dann hier an der Stelle und skizziere das mal ganz grob und klein, damit wir sehen, wie dieser Graph liegen muss. XY, das sei 1, das sei auch 1. So, jetzt gucken wir. Scheitelpunkt lässt sich festlegen bei 1 und minus 4. 1 und minus 4, mache ich mal den Scheitelpunkt. 1 und minus 4, 1, 2, 3, 4. Bezeichnen, Scheitelpunkt. Hey! Dann die Nullstellen einmalen. Die lagen bei minus 1 und 3. Minus 1, x0, 1 ranschreiben und 3, 2, 3, hier. x0, 2 ranschreiben. So, und jetzt brauchen wir bloß noch unseren Wert minus 3, y0, 1, 2, 3, minus 3, hier. y0. Und jetzt können wir den Graphen reinmalen, den mache ich mal in blau. Der Graph ist bei der Normalparabel relativ leicht. Ich sage einfach hier, einen nach rechts, einen nach oben. Und dann muss der hier durch die Nullstelle laufen. Hier einen nach links, einen nach oben. Ist zufälligerweise in diesem Fall y0 auch schon. Und ich kann den Graphen weitermalen. Was falsch ist, wäre so weiterzumalen. Das geht nicht. Also, naja, alles schon gesehen. Gut, das bis dahin. Noch Fragen? Nächstes Ding, jetzt machen wir das mal als Übung so, ihr geht mal bei und errechnet y0 den Wendepunkt, hier haben wir einen eindeutigen Wendepunkt, denn der Graphenverlauf muss irgendwie hier um die Ecke gehen und ja, Nullstellen und eine Graphenskizze, wir sehen uns dann wieder. So, jetzt diesen Wendepunkt, den kann man hier wunderbar ablesen, wie bei der Scheitelpunktform leicht zu machen, plus 2, minus 8, hier ablesbar. Dann y0 ist ja f von 0, also einsetzen, ausrechnen, kein Problem. Und in diesem Fall ist die Rechnung hier für die x0, für die Nullstelle. So, und jetzt zeichnen wir diese Werte ein, habe ich jetzt schon mal gemacht. Und der Graph verläuft in diesem Fall. Und jetzt brauchen wir erstmal hier diese typische 1 nach rechts, 1 nach oben Methode, 1 nach links, minus 1 nach unten. Und dadurch hat man den Graphenverlauf relativ sicher bestimmt und hier unten kreuzt er die y-Achse. So, das wäre also y ist gleich und dann, was hatten wir gesagt, x minus 2 in Klammern hoch 3 minus 8. Jo, das bis dahin, Fragen? Gut, wir haben das soweit erstmal durch und schließen das Video ab.